Hallo und willkommen hier bei kreuzfahrturlauber.de. In den nächsten 5 Minuten zeige ich euch die Highlights der AIDA Stella, also seid gespannt und bleibt dran. Beginnen wir direkt hier im Herzstück von AIDA Stella, dem Theatrium. Dies ist schön hell und modern gestaltet, dank vieler großer Glasflächen und ist nicht nur Abendschauplatz für viele Attraktionen, sondern auch tagsüber wird einiges geboten, wie zum Beispiel Kunstauktionen und Ausflugspräsentationen. Das mit Abstand beliebteste Buffet-Restaurant an Bord ist das Marktrestaurant. Übrigens sind zu den Essenszeiten alle Speisen und Getränke im Reisepreis enthalten. Ebenfalls auf Deck 9 und direkt am Theatrium gelegen, befinden sich dann auch die AIDA Shops, die Kunstgalerie und die Vinothek, sodass man vor oder nach den Shows noch etwas die Zeit vertreiben kann. Auch auf Deck 10, also ein Deck höher, wird rund um das Theatrium einiges geboten. Hier gibt es zum Beispiel das Café Mare, das Casino und den Photoshop. Etwas weiter vorne befindet sich dann auch die AIDA Bar. Sie hat den längsten Weltresen auf den 7 Weltmeeren. Und noch etwas weiter vorne befindet sich dann auch mein persönlicher Lieblingsbereich auf AIDA Stella, die AIDA Lounge, denn von hier aus hat man einen herrlichen Blick in Richtung Bug. Hier im Brauhaus gibt es an Bord gebrautes Bier und die am Platz servierten Speisen sind im Reisepreis enthalten. Abends ist hier auch immer einiges los, wie zum Beispiel Karaoke. Im Belladonna-Restaurant gibt es vorwiegend mediterrane Küche, das Highlight ist hier ganz klar die recht große Außenterrasse. Auf Deck 11 direkt am Theatrium gelegen befindet sich das 4D-Kino, die Time-Out-Bar und der bordeigene Blumenladen. Auf Deck 11 im Body & Soul Sportbereich gibt es die Möglichkeit, das leckere Essen dann auch wieder abzutrainieren. Es gibt hier unter anderem auch einige Fitnesskurse, die sogar im Reisepreis enthalten sind. Der California Grill befindet sich direkt am Pooldeck und hier gibt es Pizza, Burger und vieles mehr, das sogar bis 24 Uhr. Nebenan ist dann auch direkt das East Restaurant mit vorwiegend asiatischer Küche, kleinem Außenbereich und der integrierten Sushi-Bar, die allerdings Aufpreis kostet. Dieser futuristische Tunnel führt direkt in die Anytime Bar. An dieser Disco gefällt mir gut, dass man die Türen öffnen kann und somit auch laue Sommernächte außen genießen kann. Wer dann zu viel gefeiert hat, kann sich im Body & Soul Spa-Bereich wieder verwöhnen lassen. Die zahlreichen Saunen sind im Reisepreis enthalten, die Wellness-Oase kostet einen kleinen Aufpreis. Hier sehen wir nun das ansprechend gestaltete Pooldeck. Kleiner Nachteil, die Pools sind etwas kleiner als bei der Konkurrenz. Auf der Pooldeckbühne ist abends oftmals richtig was los, denn dann heißt es Poolparty. Das war AIDA Stella in 5 Minuten. Für mehr Infos verlinke ich nun den ausführlichen Rundgang. Bis bald, euer Kreuzfahrturlauber Fabian.